Keine Sorge, das wird jetzt nicht nochmal so ein Video, wo euch jemand erzählt, dass ganz viel Plastikmüll im Meer schwimmt und warum das so schlimm ist. Also schlimm ist es, aber darum geht es heute nicht. Sondern es geht darum, was ist mit dem ganzen Plastikmüll, der dann aus so einem Meer oder auch aus Flüssen rausgefischt wird. Und da habe ich jetzt eine sehr, sehr interessante Lösung gefunden. Und zwar von Forschern der Oxford University. Denen ist es jetzt gelungen, aus Plastikmüll Wasserstoff herzustellen. Und das alles nur mit Hilfe von einer Mikrowelle. Wie das genau funktioniert, ob wir unsere Autos bald mit Plastikmüll tanken und ob dadurch unser Meer bald plastikfrei wird, das klären wir heute. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren und los geht's! Wie ihr seht, sitze ich wieder in meinem Wasserstoffauto, weil eigentlich wollte ich heute zu einem Startup fahren. Das geht jetzt leider nicht, aber wir reden über das Thema. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn es ist so, dass durch die Corona-Pandemie die Menge an Plastikmüll, die wir produzieren, extrem zugenommen hat. Der BDE, der Bundesverband der Entsorgungswirtschaft, der hat gemeldet, dass Ende 2020 ein Anstieg bei Glas, Leichtverpackungen wie Kunststoff um fast 6% vorlag und im März waren es sogar 20%. Ziemlich krass. Leider gab es tatsächlich auch vor Corona keinen nachweisbaren Abwärtstrend. Dem Umweltbundesamt zufolge war zumindest 2018 das absolute Peakjahr in Sachen Verpackungsmüll. Umso schlimmer, dass rund 32% der weltweit anfallenden Plastikverpackungen unkontrolliert in die Umwelt und Meere gelangen. Tatsächlich ist aber auch die Fischerei für einen Großteil des Mülls im Meer verantwortlich. Sogenannte Geisternetze, die durchs Meer treiben und sich am Meeresboden festsetzen, machen zwischen 30% und 50% des Plastikmülls im Meer aus. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so viel ist. Man geht aktuell davon aus, dass 640.000 Tonnen Fischereizubehör jährlich im Meer landen. Das Problem, das ist relativ neu, weil viele Fischernetze noch bis in die 60er Jahre aus natürlichen abbaubaren Stoffen wie zum Beispiel Hanf oder Leinen hergestellt wurden. Kunststoffe, die bestehen ja jetzt aus sogenannten Polymeren. Ganz wichtig ist zu sagen, dass ein Polymer nicht unbedingt was Schlechtes ist. Zum Beispiel unsere DNA ist ein Polymer. Also bitte das nicht direkt irgendwie auf alles runterbrechen. Aber die synthetischen Polymere, die werden leider mehr und mehr zu einem Umweltproblem, wenn sie zum Beispiel in unsere Meere gelangen. Stoffe wie Nylon, die brauchen in der Natur 400 bis 600 Jahre, um sich zu zersetzen. Das macht solche Geisternetze extrem gefährlich für die Lebewesen im Wasser. Laut verschiedenen Studien sind weltweit mindestens 344 Tierarten vom Verheddern in Meeresplastik betroffen. Leider ist es nicht so einfach, diese Netze zu bergen und zu recyceln. Auch wenn Nylon relativ einfach wieder recycelt werden kann, sind die Netze oft mit Fremdkörpern wie Sedimenten oder mit Blei verunreinigt. Wenn die Netze recycelt werden, könnte dann das giftige Blei in die Recyclingprodukte gelangen und das wäre natürlich nicht gut, deswegen kann man das Ganze erst gar nicht machen. Eine Methode, um solche unreinen Stoffe wiederzuverwerten, ohne dass Verunreinigungen wie Blei ein Problem sind, ist die Verdampfung zu Öl und Gas. Im sogenannten Marilyt-Baltic-Projekt des WWFs hat sich eine Verdampfung bei über 1000 Grad Celsius als sehr effizient erwiesen. In den dafür vorgesehenen Verdampfungsanlagen werden zerkleinerte Netzfasern zu Energiegas umgewandelt. Dabei werden sowohl das Blei als auch der Sand als Feststoffe ausgeschieden. Die Hochtemperaturverdampfung ist der einfachste Weg, um aus den Geisternetzen gleichzeitig Energie zu erzeugen und die Bleistücke für das Metallrecycling aus den Netzfasern zurückzugewinnen. Chemiker der Oxford University, die haben jetzt in Zusammenarbeit mit internationalen Forschungsteams eine Methode entwickelt, mit der sogar Wasserstoff aus Plastik gewonnen wird. Zwar noch nicht aus Geisternetzen, vielleicht ist das ja auch bald möglich, aber halt aus normalem Plastik. Das erscheint mir tatsächlich die perfekte Kombination zu sein. Und ganz ehrlich, das ist für mich auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Nachricht, weil ich glaube, das Thema Plastikmüll, das müssen wir wirklich angehen. Immerhin werden dabei Kunststoffabfälle in Wasserstoffgas und in einen hochwertigen festen Kohlenstoff umgewandelt. Die Methode, die dahinter steckt, ist eine neue Form der Katalyse, also der Beschleunigung einer chemischen Reaktion. Bei dem Verfahren werden Kunststoffpartikel erst mechanisch pulverisiert und dann mit einem sogenannten Mikrowellen-Suszeptor-Katalysator aus Eisenoxid und Aluminiumoxid gemischt. Und durch Mikrowellen entsteht dann eine große Menge an Wasserstoffgas und ein Rückstand kohlenstoffhaltiger Materialien. Aber ganz, ganz wichtig, bitte macht das jetzt nicht zu Hause mit eurer Mikrowelle nach. Das Verfahren ist sehr kostengünstig und extrahiert mehr als 97% des Wasserstoffs aus dem Kunststoff. Und das Ganze besonders schnell und ohne zusätzliche CO2-Emissionen.
Somit könnte die Methode eine richtig gute Lösung im Umgang mit Kunststoffabfällen werden. Anstatt die Umwelt zu verschmutzen, könnten Kunststoffe so als Ausgangsmaterial für die Herstellung von sauberem Wasserstoff benutzt werden und gleichzeitig entstehen noch weitere Materialien, die man auch nutzen kann. Wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass demnächst keine Bohrinseln mehr von irgendwelchen Unternehmen gebaut werden, sondern dass sie anfangen, den Meeresboden nach Plastik abzusuchen, um daraus Wasserstoff herzustellen. Wäre auf jeden Fall ganz schön. Ob das die Realität ist, das schauen wir dann mal. Ne? Aber mal ganz ehrlich, wir brauchen Lösungen, die es jetzt auch zeitnah gibt. Und es gibt ein Beispiel, was ich sehr cool finde. Eco Parking System heißt das Ganze. Das ist ein Projekt tatsächlich von Hyundai, mit dem ich auch diese Kooperation hier mache. Und das funktioniert wie so eine Art Pfandsystem. Mit dem Plastik, das man in den Parkautomaten einwirft, kann man tatsächlich seine Parkgebühren bezahlen. In Spanien wird das Ganze jetzt an so einem Strandparkplatz getestet. Und das ist natürlich super gut, weil das ist ja einer der Orte, wo Plastikmüll schnell mal ins Meer gelangt. So können Strandbesucher jetzt einfach ihren Plastikmüll vom Strand mitnehmen und damit ihr Parkticket nachträglich bezahlen. Das ist eine ziemlich geile Lösung, finde ich. Und tatsächlich ist das für die Strandbesucher auch eine ziemlich coole Sache, denn eine Flasche reicht aus, um 30 Minuten zu parken. Nach eigenen Angaben konnte dadurch in kürzester Zeit eine Menge an Plastik recycelt werden, die einfach den Jahresverbrauch von 25 Personen entspricht. Das Ganze ist wirklich wichtig, weil tatsächlich Strände neben Schiffen, Abwasser und Fischfang zu den Hauptursachen für Plastik im Meer zählen. Und da muss gehandelt werden. Vor allem ist das Ganze ein Problem tatsächlich in Entwicklungsländern, die kein funktionierendes Müllentsorgungssystem haben und auch in touristischen Orten. Denn ich muss das jetzt einfach mal so sagen, ganz ehrlich, einige Leute, die verhalten sich da einfach echt assi und werfen einfach ihren Müll dahin und dann geht das halt ins Meer. Und das ist nicht gut. Solche Eco-Parking-Systeme, die könnten auf Dauer tatsächlich so Küstenregionen deutlich müllfrei halten, weil sobald es einen Anreiz gibt, das hat man bei ganz vielen anderen Sachen gesehen, da sind die Leute plötzlich dann doch bereit, einfach ihren Müll mitzunehmen. Apropos sauberes Wasser, eine Sache wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei ja um ein Wasserstoffauto. Das heißt, Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff und das Endprodukt, was hier am Ende rauskommt, das ist tatsächlich reines Wasser, und zwar sehr, sehr sauberes, reines Wasser. So sauber, dass man das Ganze tatsächlich sogar trinken kann. Wichtig, da sollte man nicht zu viel machen, weil es halt wirklich reines Wasser ist, also sozusagen destilliertes Wasser. Aber wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr sauber und ich finde es einfach total cool, dass das Endprodukt vom Autofahren einfach Wasser ist. Mega nice. Also, wir können Wasserstoff aus Plastikmüll herstellen. Das ist natürlich super interessant für die Wasserstoffmobilität und bietet natürlich eine Lösung, Plastikmüll zu reduzieren. Aber es gibt auch andere Wege, Plastikmüll zu reduzieren, die ein bisschen kleiner und schneller umsetzbar sind, wie zum Beispiel das Eco Parking System, was einfach ermöglicht, dass weniger Plastik ins Meer gelangt. Und das ist wirklich super wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns wieder nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.